In diesem Video zeige ich, wie man in Affinity Designer einen Farbverlauf erstellt. Ich habe jetzt hier einen Kreis und wenn ich auf den Kreis jetzt einen Farbverlauf anwenden will, markiere ich den Kreis und jetzt klicke ich entweder hier auf das Symbol oder klicke den Shortcut G. Ich wähle den Farbverlauf aus. Und jetzt kann ich mit der linken Maustaste eine Linie aufziehen. Jetzt sehen wir, dass zwei Punkte erzeugt werden. Und wenn ich jetzt den unteren Punkt markiere und hier oben jetzt die Farbe ändern, dann sehen wir, wie sich unser Farbverlauf ändert. Hier in der Mitte kann man die Stärke des jeweiligen Punktes regeln. Sprich, wenn wir jetzt hier von dem schwarzen Punkt ausgehen, je weiter ich mich von dem schwarzen Punkt entferne, desto mehr Fläche nimmt die schwarze Farbe ein. Dasselbe funktioniert mit dem oberen Punkt. Hier einfach den Punkt markieren und dann die Farbe ändern. Um jetzt noch einen dritten Punkt einzufügen, klicke ich einfach auf die Linie und schon sehen wir, dass ein neuer Punkt kreiert wird und den Punkt zu ändern, klicken wir den Punkt an und ändern die Farbe. Und schon haben wir einen Farbverlauf mit drei Farben und hier können wir an dem Regler wieder unseren Farbverlauf einstellen. Dasselbe funktioniert auch mit der Kontur. Wenn ich jetzt hier oben rechts mir eine Außenlinie erzeuge, wieder mein Füllwerkzeug auswähle, dann kann ich hier oben auf Kontext gehen und hier von Füllung auf Kontur gehen. Wenn ich jetzt mein Farbverlauf-Werkzeug anwende, dann kann ich hier ganz einfach die Punkte ändern und meine Kontur anpassen. Als zweites kann man auch noch den Typ des Farbverlaufs ändern. Dazu gehe ich hier oben auf Linear, auf Elliptisch, Radial, sprich kreisförmig und konisch. Das war's. Danke fürs Zusehen und tschüss.